Berlin ist heute der Austragungsort für den ganz großen Traum dieser jungen Frau, Anke Engelke aus Montreal, Kanada. Heute wird die Wahlkölnerin ein Quiz im Stile des Eurovision Song Contest abhalten. Jokos altes Gammelquiz soll einmal so erstrahlen wie Europas größte Musikparty. Jetzt heißt es also Daumen drücken für Anke Engelke, die in wenigen Minuten den Abend mit dem ersten Beitrag eröffnen wird. Einer glanzvollen Nummer im Stile alter Bond-Songs. Jetzt geht's aber erstmal los mit Wer stiehlt mir die Show? Hier ist der erste Beitrag am heutigen Abend. Anke Engelke für Deutschland. Joko Sonnenkönig, er lädt ein, er hält Hof. Doch im Team schätzt man ihn wenig, alle halten ihn für doof. Mark Forster ist ein Blöffer, denkt, die Brille macht ihn schlau. Simonetti ist noch Döffer, Haare super, Wissen mau. Ich habe ein Abitur und heute versau ich ihm die Tour, denn Joko weiß eh nix. Marc und Ricardo sind so schlau wie zwei Kürbis. Moderieren ist kein Spaß, kapierst du das? Das ist kein Game, bitte glaub mir, Joko weiß eh nix. Er ist nur Conchita Wurst! Hier geht's um das Wissen und wer gewinnt, ist schlau. Die anderen sind etwas einfach gestrickt und müssen raten ganz genau. Doch Anke ist schlauer als die. Ihre Intelligenz so groß, wenn sie denkt, ist sie unschlagbar. Marco weiß eh nix. Marc und Ricardo sind so klug wie zwei Kürbis. Moderieren ist kein Spaß. Kapierst du das? Das hier ist kein Game. Ich denk noch an ich hab die Antwort, stille die Show. Joko weiß eh nix, Marc und Ricardo sind so klug wie zwei Kürbis. Moderieren
Vielen Dank, thank you so much. Merci beaucoup. Guten Abend und willkommen zu Wer stiehlt mir die Show? Das ist das Quiz, in dem es nicht um Millionenbeträge geht, sondern um eine eigene Fernsehshow auf Pro7. Diese hier. Vielen Dank noch einmal an Conchita Wurst. Bald gibt es von ihr neue Musik. Und danke an meine Band. The Douze Points.